Und damit ein herzliches Willkommen zu Raw is War. Letzte Woche vor dem Pay-Per-View, wo ich halt diejenigen spiele, die beste Performance bisher abgeliefert hat, wie meisten Siege oder halt mit nach meinem eigenen Punktesystem, die erwirtschaftet haben. Da kommt Summer Rae in dieser, also vom Pay-Per-View bis Pay-Per-View, auf 0. Asuka kommt auf 4 und Bayley kommt auf 2. Ja, mal gucken, ob Asuka jetzt auch gewinnen kann. Ja, schöner Dropkick. Okay, Bayley versucht sich da so ein bisschen einzumischen. Jetzt postet sie erstmal ein bisschen, zeigt das Like. Ja, ein Like könnt ihr ganz gerne auch mal auf dieses Video geben. So, jetzt kriegt erstmal Bayley auf Sack. Diesen Triple Threat Match. Oh, da ging der Pöter mal in die Lüfte, aber in die falsche Luft, nämlich nicht in die richtige Konsistenz. Ach Gott, ich babbel mich hier um Kopf und Kragen. Naja, ihr wisst ja, was ich damit meine. Asuka hat einfach nur nicht getroffen. Wenn man das mal so sagt. Und ich bin ja immer noch gespannt, wer jetzt beim Pay-Per-View alles so seinen Titel verteidigt. Oder ihn verteidigen muss. Aber ich denke mal, dass Sasha Banks wieder gegen Emma antreten wird. Da hätten sie auch echt Paige lassen können. Aber naja. Oh, da habe ich zu früh gedrückt. Und Asuka rollt sich jetzt erstmal aus der ganzen Chose. Gut, zu meinem Punktesystem muss ich aber auch sagen, Triple Threat mäßig. Ah, das Cover kommt noch nicht durch. Wollte ich jetzt sagen. Ach ja, beim Triple Threat, derjenige, der gecovert wird, kriegt die Niederlage verzeichnet. Und der gewinnt ja auch wirklich. Also von daher passt das. Aber wer halt gecovert wird und die Person, die überhaupt nichts damit zu tun hat, ja, die kriegt halt gar nichts. Ach, schade, ich wollte die eigentlich mal gucken, wie sich das auswirkt, wenn man jetzt einen Whip-In in die Ecke macht, wenn da einer sitzt. Das würde mich mal interessieren, was dann passiert. Oh, nö, hier nicht Genicke brechen. Bayley, Hilfe! Du grünes Obsassar. Ich wollte gerade sagen, Summer, die macht aber hier alles mal platt mit ihren langen Beinen. Aber jetzt kommt Bayley, die den Dropkick kontert. Jetzt tanzten sie da draußen so rum. Ist doch wohl Banane. Jetzt auf das Ärmele. Und schöner Inzukiri. Hat der überhaupt gesessen? Ich glaube nicht. Aber Asuka hat auf jeden Fall ihren Signal voll. Nein, Bayley, das kannst du nicht ernst meinen. Okay, Pause. Ich dachte, die haut mich jetzt gegen den Apron oder gegen den Turnbuckle. Oh, Bayley hat ihren Signal voll. Aber ich glaube nicht, dass das hier schon dann das Ende vom Lied wird, weil das wäre ein bisschen zu heavy. Von daher könnten wir das jetzt auch so lassen, dass der Three Count, der wird nicht durchgehen. Auf gar keinen Fall. Und Bayley zeigt ihren Elbow. Ja, den Macho-Elbow könnte man das schon nennen. Und Aufgabegriff. Ich hatte einen Finisher wohl. Und sie tappt Asuka, holt sich den Sieg. Asuka holt sich den Sieg und Summer Rae verliert das Match. Ah, oh, ich glaube, es kommt eine Szene.
Nee, sie jubelt nur. Ach stimmt, die hat ja so einen ganz merkwürdigen Jubel. Zumindest was die Animation angeht. Ja, das war's mit dem Opener. Mit dem Triple Threat. Mal gucken, wie viele Punkte es noch gibt. ja, okay, kann ich mitnehmen. Okay, dann gehen wir jetzt ins Next Match. Unser zweites Match. Emma gegen Ember Moon. Ja, Emma hatte ja schon... Ich glaube, sie kam laut meiner Rechnung... Ja, sie hat auf jeden Fall mehr Punkte. Aber auch ganz, ganz knapp. Ja, Emma Moon hatte ja, glaube ich, noch gar kein Match. Jetzt in diesem Monat. Ja gut, vielleicht gewinnt sie ja auch. Das will ich ja nicht ausschließen, dass ich auch mal Matches verliere. Und es ist ja auch ein Rivalitätsmatch. Also kann es durchaus passieren, dass Sascha sich hier nochmal blicken lässt. Emma Mooney macht mir gerade tierisch den... Die Hölle heiß. Aber wir wehren uns. Wir sind Emma. Oh, da hätte ich jetzt einen unfairen Pin machen können. Und jetzt gibt es eine Powerbomb. Jawohl, Sit-Down-Powerbomb. Aber ein Rupe-Drake. Ich zeige diesem NXT-Talent hier mal, was Sache ist. Ein schöner Dropkick und Cannonball. Okay, der Tornado-Kick ging ein Kick, sage ich schon. Der Elbow ging ein wenig in die Buchse. Emma Moon hat jetzt aber auch das Pech, dass sie wirklich in der letzten Woche auf Emma trifft. Hat ja, glaube ich, auch in dem Monat schon einmal gewonnen oder zweimal gewonnen. Das eine war No Contest. Und daher kommen auch die Punkte zustande. Hier genau, mein Punktesystem funktioniert. Also, ich glaube, da blicke ich selber noch nicht mal dran lang. Doch, natürlich blicke ich dran lang. Konter von Ember Moon. Ich glaube, wir verziehen uns mal nach draußen. Bringt auch ein bisschen mehr Punkte für das Momentum. Gehst du wieder rein. Und jetzt zeigen wir einen Backdrop. Aber was für ein Backdrop. Der hat ja richtig geknallt durch die gesamte Halle. Und Double Underhook. Ja, Butterfly Suplex. Du haust mir nicht ab. Hallo, Emma ist Hauptherausforderin auf den Titel. Wie auch immer sie das geschafft hat. Ich würde lieber Sasha Banks so gegen Paige nochmal sehen oder gegen eine Asuka. Oder gegen Ember Moon. Das wird auch eine schöne Fehde. Warum auch nicht, dass mal eins von den NXT-Talenten zum Bleistift auch mal den Titel hier bekommt, weil ich schreibe die Matches ja nicht um. Außer halt in der ersten Woche, weil da gehe ich ja nach den Wünschen der Superstars hier nach. Also so wie es da drinnen halt steht. Schöner Spin-Kick. So, wo ging jetzt nochmal ihr Signature? Ich glaube, der war in der Ecke. Und selbst wenn nicht, dann machen wir halt ein bisschen Choking. Na mal ganz ernsthaft, wo war denn das nochmal? Ich vergesse das mal mit Shinoku Driver. Muta Lock, okay. Emma Sandwich, ach. Stimmt. So, das war das Sandwich. Und jetzt nehmen wir es auch mit Shinoku Driver. Mit anschließendem Cover. Reicht es denn nicht? Reicht es denn nicht? Können ja nochmal das Cover ansetzen. Vielleicht reicht es ja jetzt. Ach, um Gottes Willen. Okay, das war ein schöner... Können Sie ja mal an den Ring... Rand ziehen und dann machen wir einfach einen unfairen Pin. Vielleicht... Nein, der kommt auch nicht durch. Ach, ja, Gott, ich dachte, der wäre so gut. Und dann laufen wir ein paar Ausnahmen einander voll. Ja, wenn die in den Clips ansetzt, dann Prost Mahlzeit. Gnade! Oh, schöner Bulldog.
So, und jetzt gehen wir mal aufs Ringseil. Ich möchte aber, dass sie aufsteht. Hoffentlich legt mir jetzt kein Ei. Und ja! Kam eine Emma geflogen. Bisschen mit dem Hinterkopf auf den Mattenrand passt nicht so ganz. Aber naja. Komisch, dass die Whip-Ins, wenn es so Richtung Signature geht, dass die dann immer... So, komm schon, jetzt. Eins, zwei. Nein, ich wollte in Ringecke. Egal, dann machen wir das so. Und das muss doch jetzt hier mal klappen, dass wir das Sandwich nochmal hinkriegen. Und ja, ich bin mir durchaus bewusst, dass das leicht pervers klingt. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein, es ging daneben. Ja, machen wir nochmal einen Spin-Kick. Immer die pfeift auch so ein bisschen aus dem letzten Loch. Und nochmal das Sandwich. Uiuiui, immer diese Anstrengung. Und nochmal der Michinoku Driver. Und das dürfte jetzt ein und für sich gewesen sein. Jawohl, Emma gewinnt dieses Match. Mit diesem komischen Thema. So, es ist ein Rivals-Match. Vielleicht, jawohl, großartiger Sieg heute Abend. Erstmal genießen. Sich ganz darin baden lassen. Nein, warte mal eine Minute. Der Untertitel spoilert mich gerade. Da ist, und das ist Sasha Banks mit einem Kendo-Stick auf Emma einprügelt. Ja, Sasha gegen Emma wird, denke ich mal, beim Pay-Per-View stattfinden. Und wir kommen flugsgeschwind zum nächsten Match.